So, hallo und herzlich willkommen zum Tutorial von GTA 5. Viele wissen es vielleicht schon, ich weiß es nicht und der Mike wird mir bzw. uns jetzt erklären, wie man sich ein Haus in GTA 5 kauft, was man am besten für ein Haus kauft und er wird uns noch kurz sein Haus zeigen. Ja, ich würde auch gleich damit mal anfangen. Da habe ich mich, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut. Und okay, wir müssen das abbrechen. Lol. What Klingel the bei dir fuck? jetzt. Nein, nein, wir müssen nochmal von neu starten. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, sorry, du musst nochmal neu starten. Okay. Jetzt Wie verstanden. komme ich, kann ich dann bei dir klingeln? Ja, warte, du musst dann. Warte eben. Weil einer ist jetzt in seinem Apartment, was hier in demselben Haus ist. Muss dann Eclipse Tower Apartment 3, aber das steht dann wahrscheinlich gleich, wenn ich eingetreten bin, quasi wenn ich in meiner Wohnung bin, steht da wahrscheinlich Klingeln bei X-Mad Mike oder Maldron oder irgendwie sowas, ja? Okay, ja. So, hallo und herzlich willkommen zum kleinen Tutorial zu GTA 5 Online am PC. Viele wissen es vielleicht schon, ich weiß es noch nicht. Und ja, Mike wird uns jetzt erklären, wie wir uns hier ein Haus kaufen, was für eins wir uns am besten kaufen und wird uns noch seine Wohnung gleich zeigen. Ja, und damit würde ich auch gleich mal anfangen. Eben hier kurz unten warten, Uwe. Jo. So, ich gehe mal eben kurz in mein Apartment. So. Also das ist jetzt gleichzeitig das teuerste Apartment, was man sich Kann ich quasi jetzt schon kaufen rein? kann. Ja, du kannst jetzt quasi reinkommen. So, anklingeln Okay. einmal. Klingeln bei Mad Mike. Ah, ich habe bei denen geklingelt. Warte auf Das Erlaubnis von Mad Mike. sprung immer auch ein. Yay! So. Also, das ist hier quasi das kleine Boah, Stübchen. krasse Hütte, Mann, ohne Scheiß. Kostet 500.000 quasi. Mit einigen Möglichkeiten. Man kann hier quasi Saft trinken, man kann hier Wein trinken. Man kann Boah, die hier Aussicht, Alter, man was kann aus geht denn dem ab? Fernrohr kann man gucken. Boah, das muss ich gleich mal machen. Warte. Ja, du musst ja auch gleich noch was machen. Und zwar kann man sich nämlich schön einen an der Bon ziehen. Boah, ist das geil. Ja. Okay, genug geguckt. Okay, zieh dir einen an der Bon. Ja, ist auf, Könnte ein bisschen schlecht für die Sicht sein, aber Wo ist hier ist das? einfach mal. Ja, direkt vor dir, auf dem Tisch. Ja, Da steht Mann, die ich komme Bon. mit der Steuerung nicht so richtig klar. Jetzt. Oh, nimm dir erstmal einen schönen Zug. Ist Gönn dir, normal, das Uwe. steht immer in so einem Apartment rum. Ja, klar. So. Ich nehme dann mal eben kurz einen Schluck Whisky. Okay. Yay. Oh, der Fernseher ist auch mega. Ja, Und die klar. Aussicht ist natürlich der Wahnsinn, ne? Boah, es ist ein bisschen verflimmert jetzt. Was geht ab? Oh, ich Ja, krieg ein klar, Hai, Alter. das schön einer an der Bon gezogen, Mann. Oh, ich glaube, ich muss mich hinsetzen. So, dann gibt's hier noch das kleine Schlafzimmer. Und dadurch, dass wir jetzt besoffen und bekifft sind, können wir gleich noch einen Banküberfall durchziehen, weil wir dann nicht zurechnungsfähig sind. So, hier kann man sich dann halt umziehen, Ah ja, ne? okay. Ankleidezimmer. Und hier ist eine Dusche. Lass mich Und rein. insgesamt Badezimmer. Boah, krass. Was läuft bei dir? Boah, ich bin im Spiegel. Und ich bin Quasi hässlich. kleines Showcase, falls ihr euch überlegt habt, welches Haus soll ich mir kaufen. Das ist auf jeden Fall die teuerste Wohnung. By the way, zum Thema Geld. Ihr habt, wenn ihr es vorbestellt habt, diese Premium-Version oder so, habt ihr, glaube ich, um die 850.000 oder so. Ja, Also genau. könnt euch das quasi direkt kaufen. Ist, denke ich, mal eine gute Anlage. Ich werde mir die auch gleich kaufen, wenn der Mike mir sagt, wie das geht. Ja, oder insgesamt sage, wie es geht. Und hier werden halt ab Rang 12 die Raubüberfälle geplant quasi, Und hier ne, das zockst du mal Geschehen. GTA 5. Hier zeige ich, also das ist quasi ein perfekter Nachbau meiner Wohnung jetzt, inklusive Bong und Whisky. Nein, Spaß, okay. Also, wie man das jetzt kauft, ganz einfach. Einfach mal ins Handy gehen quasi. Ja. So, dann unten auf Internet. Ja. Und dann siehst du schon ganz rechts diese gesponserte Werbung Dynasty 8 Ah, oder okay. Dynasty 8. Ja. Bei Klicke ich drauf. Immobilienanzeigen, genau. Verfügbare Dann Immobilienanzeigen, ja. hast du halt rechts so eine Karte quasi. Da stehen alle Immobilien drauf, Okay. die du kaufen kannst.
Aber du kannst auch einfach links, da ist ja so eine quasi so eine Reihe, da kannst du hochscrollen Ja. und ganz oben wirst du dann diese Immobilie finden. Für 500.000. Also ihr könnt ja auch die Genau. günstigeren nehmen, nach unten. Ja, Gibt's dann auch Ring. aber wichtig ist zu wissen, für falls ihr mal mit Level 12 oder so halt so einen Raubüberfall planen möchtet und so, dann braucht ihr schon ein Apartment, also ein Luxus-Apartment. Ab wann das genau jetzt anfängt, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Da kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht sowas zu sagen. Also dann kaufe ich jetzt mal das für 500.000. Ja, genau, aber ich glaube, die Ist es Apartments auch gehen gleich im ab. gleichen Haus wie du jetzt, oder was? Ja, das ist quasi dieselbe Ah, Wohnung. okay. Nur, ja, wenn man halt, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund von euch die Wohnung hier hat und anderer Freund jetzt auch noch und ihr wollt jetzt in die Wohnung von Freund A, müsst ihr halt unten einfach nur bei Freund A stellen, quasi. Herzlichen Glückwunsch, zurück zur Karte. Mein Mauszeiger ist ein Wichser, ist auch geil. Ja. Okay, also ich habe die jetzt quasi gekauft. Ja, du bist jetzt aber immer noch in meiner Wohnung. Du müsstest jetzt quasi einmal raus. Pass auf, dann können wir auch gleich bei dir noch zeigen, Komme ich hier aus dem Internet? Ah, jetzt bin ich wieder raus, ja. Ja, genau so. Wo komme ich Dann denn hier jetzt wieder auch alle raus? nach draußen. Ich zwinge dich jetzt mal einfach nach draußen zu gehen. Okay, zwing mich. Der Besitzer hat alle gebeten, die Wohnung zu verlassen. Niemals. Ist mein Auto jetzt eigentlich noch da? Dann kann ich das gleich parken, Mann. Mein geilen Schlitten. Aber ist noch da, Mann. Ja, Mann. So, ja, warte, geh doch erstmal in deine Apartments rein. Ja. Jetzt gehe ich hier wieder ran. Ja, genau. Ah, der geht automatisch dann in Mainz, oder was? Weil auch niemand anderes drin ist, wo ich jetzt Ja, klingeln genau. könnte. Ja, genau. Eintreten mit nahen Freunden und Crew Eclipse Tower Apartment 3. Betritt Apartment. Okay, machen wir einfach mal. So, jetzt möchte ich gerne bei dir schellen. Lol, war Warte, nicht. ich bin noch nicht drin. Ja, ich bin jetzt. Ah, ne, da, okay. Jetzt bin ich drin. Klingeln bei Hung immer auch. Weil ich muss jetzt an die Tür gehen, oder Ja, was? genau, du musst an die Tür gehen und dann öffnet sich wieder links oben so ein Menü. Lass Mad Mike herein. Okay, perfekt. Oh, das ist echt cool, Mann. Jetzt habe ich so ein Haus. Geht voll ab. Dann kommt so Lassie, so ein Gangster rein, oder was? Und übrigens zur kurzen Info, diese Wohnung hier hat 10 Plätze in der Garage. Genau, das können wir auch noch gleich machen, wenn, wie ich mein Ja. Auto da parken kann. Ja, können wir mal machen. Dann gehen wir kurz noch raus. Garage, muss ich Garage betreten oder erst raus? Erst raus, weil du hast ja, du könntest jetzt quasi von deinem Apartment in die Garage und falls du ein Auto stehen Okay. hast, könntest du dann mit den Autos rausfahren. Aber ich will ja erst rein. Mit dem Auto. Ja, genau. Dein Auto ist jetzt übrigens weg. Nein! Ernsthaft! Ja, warte, aber Mein wir nehmen cooler hier ein Schlitten, Mann. anderes. Warte, kann. So, dieses Fahrzeug kann nicht in der Garage eingelagert werden. Es ist gestohlen und hat einen Peilsender. Besuchen Sie die Webseite in der Sektion Reise und Transport, um Fahrzeuge zu kaufen. Lol. Okay, dann ist das so, dass das Auto quasi zu teuer ist. Du ganze Sportwagen und so kannst du nicht speichern quasi. Total die Geier. Guck mal Total. mit dem A-Team-Bus hin. Ja, jetzt geht dann die Schranke auf. Okay, und jetzt Okay. kann ich den reinfahren. Das ist ein kaputten Bus. Ich habe jetzt einfach so ein SUV genommen quasi. Okay, der ist jetzt hier. Okay, hier sind jetzt dann meine ganzen Autos drin. Dann kann ich Ja, hier raus genau. und rein, okay. Ja. So, ich habe jetzt hier schon Perfekt. Motorrad drin stehen, weiß ich gar nicht warum. Lol. Sonst, wenn ihr jetzt wieder mit dem Fahrzeug raus wollt, also kannst du halt auch direkt aus der Garage aus in dein Apartment rein. Da ist so ein kleiner Aufzug. Könnte man jetzt. Okay, ich gehe gerade jetzt aus Versehen in mein Apartment. Okay. Lol. Jo, Ja, und. ich würde mal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr so Videos haben wollt, Tutorials über GTA. Ist jetzt nicht so der Hammer, aber ich denke mal, es hilft einigen. Gebt einen Daumen hoch, abonniert die Kanäle von uns und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und es hat euch ein bisschen geholfen. Und dann Ich bis zum auch. nächsten Mal. Nächstes Ciao! Mal. Ciao, ciao.